yeah. I don't need a chance, need a cover. Now I'm in my bag, in my duffel. Fuck with mama, dog, fuck a muzzle. Nah, I can never say I love you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Yeah. Used to hit my phone like I love you. In your mind, know you wanted me to. I knew from the jump you was trouble. But dudes like me love a challenge. She wanted that fairy tale unicorn love. Baby girl, I don't pay for the dime. Yeah, you had the whole package. You and that fancy got you thinking you a savage. You don't get the point, change advantage. Straighten up, your life is looking slanted. Pile it up, I ain't here to claim your baggage. Fuck with me, you ain't dealing with the average. I don't need a chance, need a cover. Now I'm in my bag, in my duffel. Told him I'm a dog, fuck a muzzle. Nah, I can never say I love you. Fuck you. Fuck you. Ain't no limit to these dreams that I envision. I'm carving out my own lane, don't need a screen, just precision. One-on-one, break them down, long division. They cross you behind your back and do you dirty like the Pistons. Pussy ass umbilical cord, niggas I'm cutting. Like MJ in the fourth, keep it clutching. When they see the hype, they say I love it. Keep it real, I can't be fucking with you puppets. Life was like a dungeon, like the gulag. Can't ask around for help, all you gon' hear is it's too bad. Just a young kid hopping off the porch. Try to put me in a circle, cause they knew I had the torch. I don't need a chance, need a cover. Now I'm in my bag, in my duffel. Told him I'm a dog, fuck a muzzle. Nah, I can never say I love you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Thank you.
Junge, ich. Egal. Guten Abend. Ich wollte ein ganz anderes anmachen. Ich hab mich verklickt. Aber egal, das lübt auch, Alter. Was geht? Wunderschönen guten Abend. Steht doch unten, was das für ein Song ist. Hallo, Tobi, Bruder. Wunderschönen guten. Hukulu, was geht? Ach ja. Richtiger Profi-Streamer, ich schwöre bei Gott. Junge, Junge, Junge. Was geht bei euch? Wie geht's? Wie geht's, wie steht's? Ich bin ein bisschen erkältet, ey. Scheiß Wetter. Oder falsch angezogen. Profi halt ist so. Hihi. Hab das Meme nicht kapiert. Und ich wollte eigentlich was anderes anmachen. Ich hab mich verklickt und dann lief das ein Lied und dann dachte ich mir, egal, lass laufen. Aber hat ja funktioniert mit der Catjam in der Chat. Also ist alles gut. Wenn man nicht weiß, welches so anmachen wollte, ist es gar nicht so lustig. Doch, ist lustig, weil ich sowas noch nie abgespielt habe. Noch nie. Subway essen, chillen. Boah, ich fühle. Subway ist gut, Mann. I like it. Was ist da denn für einen Sub? Chicken Teriyaki. Das ist einer gut drauf. Ich bin immer gut drauf. Ihr habt noch nie. Was, Peter Klaus? Was ist los? Was geht, Wolverine? Loco, danke für den Resub im 26. Jillo Minati, danke für den Resub im 2. Miras, danke für den Prime im 17. Monster Ice, danke für den Resub im 30. Der Bones von den 187, danke für den Prime 23. Herr Jillo Minati nochmal? Das verstehe ich nicht, aber trotzdem danke. Dramba, danke für den Prime im 3. Cat Jam. Alex, danke für den Resub im 3. Mr. Anime Freak, dankeschön für den Prime 13. Skr, skr, immer Mori. Jiji. Alpino, dankeschön für den Gifted Zappern. Gringewald? Gringewald, hallo? You here? My friend? Oh, Zit, was geht, Bruder? Stewie, dankeschön für den Wisdom 2. So eine Boome. Turix, dankeschön für den Wisdom 7. Abofall ist wieder am Start. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Dankeschön. S8 Driver, danke für den Wisdom 40. 40 Monate schon beim größten Lügner auf Twitch. Ist so. Ich bin richtiger Lügner. Oh, Fletcher, danke für den Resub im 19. Hukulu, so ganz heimlich gesubbt. Nee. Mir geht's gut. Wie gesagt, nur ein bisschen erkältet. Ein bisschen Schnuppen und so. Aber sollte jetzt kein Problem sein. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Gerade an Wasabi gerochen. Jetzt brennt die Nase. Der Mann im Fernsehen hat sich was gefragt, Gringelwald. Genau, Gringelwald, warum you not me answer my question? Yes, of course. Ach, so hat ganz 10 Tage vom Kurt gerochen. Ach, Zit, du bist unehrenboder, weil du ein Pleb bist, ne? Tunnel, vielen lieben Dank für den Wechsel von Prime auf normalen Sub. Und Linux, dankeschön für den Gifted Sub an Hilano. Ist das deine Freundin? Mach dir Kussi, Kussi. Bin auch krank seit 2 Tagen, gute Besserung. Ja, noch bin ich nicht krank, nur ganz, ganz leicht, so ein bisschen. Bin auch krank, erste Mal frei dieses Jahr. Ich glaub dir kein Wort, Peter. Was habt ihr heute gemacht? Schatzis, was geht? Arbeit, Arbeit. Ich habe gestern ganz vergessen, dass ich heute Morgen zum Rathaus musste, wegen Ummelden und neuen Ausweis. Da wurde ich ganz, ganz freundlich geweckt um 8 Uhr. Und ich bin erst um, ich glaube, 5 eingeschlafen. Scheiß Netflix hält mich immer wach. Präsentation in der Uni gehabt. Arbeit und Einkaufen, Papierkram, Arbeit, 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 nix. Darf ich einen Musikwunsch machen? Nein, hier gibt es keinen Musikwunsch. Geweckt, ja, na klar werde ich geweckt. Deine Videos geschaut?
Ja, gestern war ja lustig wieder, ne? Riot, danke schön für den Prime 19. Müsste ich Montag auch. Boah, ich bin gestorben heute Morgen. Prüfung geschrieben. Was für eine Prüfung? Was schaust du auf Netflix? Ich habe gestern eine deutsche Produktion geguckt. Der Film heißt Die Welle. Kennt ihr den? Ist ein politischer Film. Der ist nicht schlecht gewesen. Der hat eine gute Message. Die Welle ist relativ alt. Ich glaube schon, dass der alt ist. Ja, ja. Buch und Film kenne ich. Ja, ja, ihr kennt halt alles, was ihr in der Schule bearbeitet habt, ne? Buch ist besser. Ja, das Buch habe ich nicht gelesen, weil ich kann nicht lesen. Aber der Film ist gut. Hat eine gute Message. Kann man sich angucken. Hallo Frieda. IHK-Prüfung. Den Film musste ich in der Schule schon mit 14 und bin jetzt 34. So alt ist der schon? Es gibt den alten und den neuen. Okay, ja, dann habe ich die neuere Version davon geguckt. Und sonst zum Einpennen so Big Bang oder so ein Shit. Gibt ja momentan nichts Gutes oder ich habe schon alles geguckt, was mich interessiert. Guck mal auf Netflix, Peeless, genau das Richtige für dich. Was ist das schon wieder? Ist das schon wieder so ein Soft-Kussi-Kussi-Film? Muss das wieder am 9.10. arbeiten? Ja, dann hast du ja frei, dann entspann dich mal, Kollege. Haus des Geldes wollte ich auch mal gucken. Haben mir viele gesagt, dass der gut ist, aber... Boah, Serien gucken, da bin ich ganz schwierig. Ich verliere mal sehr schnell das Interesse. Hast du Social Dilemma gesehen? Nein. Was ist das? Ja, Narcos habe ich auch geguckt. Ich bin immer hier zum Look und Entspannen, Mr. Kusch. Das freut mich, King Gewalt. Und endlich antwortest du mir mal. Punisher ist für dich. Das ist der Artwork politisch sozial kommt als Hollywood. Weird, aber Message ist nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis heute Abend habe ich das, glaube ich, eh wieder vergessen. Was macht ihr? Wir basteln gleich aus Pappmasche. Kleine Weihnachtsmänner. Dann wollte ich noch meine Wand streicheln. Veloro, danke für den 30. Erstmal wieder subben. Ich bedanke mich. Genau, Art Attack, Mann. Wer hat Art Attack geguckt? Hey, Santa, danke für den Prime am 11. Art Attack war der Shit, Mann. Tach, tach. Weihnachtsbaum schmücken dann auch später? Ne, heute nicht, aber ich freue mich schon drauf. Ich habe richtig Bock auf Weihnachten. Die Geschäfte sind ja schon voll mit dem Shit. Kannst ja schon alles kaufen. 2 Monate noch. Ich war mal sauer, wenn ich das Bild von dem Dude nicht erraten habe, was er auf Schnürsenkel und Sand gemacht hat. Ich habe da als Kind immer zugeguckt und der hat gesagt, und dann haben die irgendwas gebastelt so und ja, wir machen Pappmasche, du brauchst nur Kleber, Pappe und das und so. Und 90% von den Dingen, die der da benutzt hat, hast du eh nicht zu Hause gehabt. Arschlöcher. Neil, der große Künstler, genau, der hieß Neil. Eine Doku über das ganze Social-Media-Ding, wie das damals angefangen hat. Achso, die habe ich schon geguckt. Aber unwissentlich, ohne dass ich den Namen wusste, aber die habe ich geguckt. Nix hatte man davon. Ja, doch, so ein bisschen so, Bastelschere. Dieser fucking weiße Bastelkleber, genau, Alter. Den hat man nie zu Hause gehabt. Und die haben immer so getan, als hätte den jeder in eine Schublade. Trekking. Ja, genau, OCB. Isabella, danke für den Resub im 24. Einfach verdammte Lügner waren das. Die haben uns manipuliert. Spielen wir heute Minecraft? Nein. Ich habe aber gestern... Ich wusste gar nicht, dass Johnny gestern auch live ist, Mann. Sonst hätte ich euch gestern mal zu Johnny geschickt, weil der hat Scum gezockt. Dieses Scum-LP aus The Iceland, oder wie das heißt.
Da wo auch der Jute Munder unterwegs ist, der hat mich auch schon gefragt bei Twitter. Bitte Bruder, komm. Lass uns Leute überfallen. Aber Chat, was soll ich machen? Scum gefällt mir nicht. Nicht der Server, nicht die Leute oder so. Das Spiel gefällt mir einfach nicht so. Nicht mehr. Wir haben das ja damals mal gezockt. Das ist einfach ein Kackspiel, Alter. Ja, aber bin ich da so engstirnig oder wie man das nennt? Sollte man das nicht trotzdem vielleicht mal gucken? Vielleicht mal mit dem Juden Daniel so ein bisschen gucken, ob das nicht doch... Ich weiß nicht. Ich gucke ja ab und zu mal so da rein, beim Harden und beim Fatao, der streamt ja auch manchmal. Wurde doch schon angeschrieben von einem, der einen Server machen will und mich gefragt hat, ob sich das lohnt, obwohl ich gar keine Ahnung davon habe, ob sich das lohnt. Ja, ich mag das Spiel halt nicht, aber man kann ja ein bisschen offener sein. Wie viele Leute passen da auf so einem Server? 30? Versuchen kannst du es ja, aber muss einem gefallen, ist halt wie PvE trotz EP. Ja, aber 64, 100 mittlerweile? Ist der Server denn überhaupt voll? Dieser Deutsche von Harten und so? Also, ich weiß nicht mal mehr, ob die Map über... War die Map groß doch, ne? War die nicht irgendwie 10x10 Kästchen-Dinger? Riesige Map und 100 Spieler dann. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da irgendwo zugucke bei einem von den Jungs oder Mädels, dass die nie irgendwie auf andere Leute treffen. Habe ich bei Johnny gestern auch so. Die haben einfach niemanden getroffen und dann haben die da angefangen, so ein Haus zu bauen und so. The Real Dexter, danke schön für den Resub im Zweit und herzlich willkommen auf Unity Live Pommes. Und Swiss TV, danke schön für 500 Bits. Ich küsse dich. Glaub, wie dir sie die Map halt. Nee, der sieht das schon echt. Echt heftig groß, Mann. Ist das echt so groß? Ja, du heißt doch The Real Dexter. Das war doch dein Nick vorher, oder nicht? Du Gott, so, wie geht's dir? Mir geht's gut. X, me und dir? Ich würde auch sagen, dass die wird kleiner ist. Mal gucken, keine Ahnung. Nein, nein, nur Real Dexter, lüg nicht. Junge, du bewirbst dich bei Unity. Du gehst ins Teamspeak und du wirst gewitelistet ohne Probleme, Alter. Und Crazy labert mich den ganzen Tag voll, dass der seit 6 Tagen im Teamspeak hängt und nicht gezogen wird. Ich glaube, die mögen ihn nicht. Gib es heute wieder ein bisschen Pommes, ja, na klar. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir aufgehört haben, Scum zu spielen. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass ich mich aufgeregt habe wegen diesem Third-Person-Ding. Und dass das so endlos verbuggt war. Überrasch mich, ich brauche gerade nur Abwechslung. Meine Mom kommt aus dem Krankenhaus, ich gehe rein, läuft bei mir. Wenn nie den Teufel an die Wand malen und immer Kopf hoch, Bruder. Ne? Das wird schon. Weil die Leute teleportiert sind. DayZ 225 Quadratkilometer und Scum 144. Ha! Boah, hab ich mich erschrocken. Katze, Alter. Was machst du schon wieder für Faxen? Malis. Hör auf, hier rumzuklettern. Ist immer noch verbuggt. Ist immer noch in der Alpha, aber ganz so schlimm wie damals ist es nicht mehr. Aber Harden hatte letztes Mal auch auf Twitter geschrieben, dass die diese Scum-Devs gesagt haben, dass die jetzt sogar mehr reinbringen wollen für die RP-Sachen. Katze, komm, Zehner holen, noch miaut die nicht. Die klettert hier eher rum. Und ich habe so eine Salzlampe gekauft, kennt ihr das? Da leckt die ganze Zeit dran rum und das soll die nicht. Das ist zu viel Salz für deinen Körper. Der Jute Tyrese, danke für den Booster beim 24. Ich lese nicht vor, was du geschrieben hast, kann ich eh nicht entziffern. Was geht ab, der Dirk? Hallo Niak, JB, hallo. Hallo Heine.
bei einer geilen Kollegin ist wohl nicht mit zu spaßen. Man sollte trotzdem nie den Teufel an jemanden malen. Und ich wünsche gute Besserung für deine Mama und auch für dich. Bolze, danke für den Wies am 20. Sei lieb zu der Katze. Ich bin lieb zu der Katze. Aber die geht immer... Ne, jetzt gerade nicht. Die schleicht sich hier immer rum wie Ninja. Da erschrecke ich mich, okay? Ich bin sensibel. Was geht, Butcher? Was geht, NVL? Never late? Bitte? Ihr habt manchmal echt komische Pseudonyme im Internet. Moin, Leo. Was macht der Chris? Ich hab keine Ahnung, wen du meinst. Ist die Katze lieb zurück? Ja, die Katze ist... Naja, die hat mir ins Gesicht gebissen. Aber ich glaube, das war nur so ein Ich-hab-dich-lieb-Kuss. Glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Hast du dir mal Catnip gekauft? Naja, aber wir haben dir heute so Katzenleckerchen gekauft, aber die will das nicht. Die hat das vorhin hier einfach im Raum rumgeschmissen und damit gespielt, anstatt das zu essen. Nee, nicht zurecht. Die kam auf den Schreibtisch und ich habe die gestreichelt. Und dann ging die mit ihrem Kopf an meinen Kopf. Und dann hat die mir in die Backe gebissen. Immer Gilf hat er immer. Wer ist wir? Das geht dir gar nichts an. Kauf mal Catnip-Kissen. Gibt's bei Zoo Plus für ein paar Euro. Beste Droge. Ist da nicht dieses Katzengras drin dann oder was? Hast du dir schon mal Widget angeschaut? Nein. Was geht, Dominik? Bei mir ist alles für dich auf, bei dir auch. Heute Dämmer und Curtis Best of? Ich bin ganz ehrlich. Ich will diese GTA Live Videos nicht mehr gucken und ich werde das auch nicht machen. Da waren dann echt ein paar schwierige Sachen dabei. Und das ist nichts mehr, was ich heute feiere. Weil mir kam das gestern noch so rüber, als wenn ich so wirklich... in Anführungszeichen mal schlimme Sachen gesagt habe, da die gar nicht irgendwie lustig rübergebracht wurden. Das war halt schon, damals war es halt mehr Assi, ja, das war halt schon schwierig. So schwierig wie gestern der Schmuh mit Mila, das war doch relativ das Gleiche. Nee, da weiß man ja, da bringt man das ja mit richtig Humor rüber und lacht darüber und bla bla bla. Also mein Gegenüber lacht darüber. Aber auf GTA Live war das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ich da jemandem auf den Schlips getreten bin, der das nicht so mit Humor genommen hat, wie ich damals. Naja, gestern Weisheitszähne gezogen bekommen und nun Kieferschmerz des Todes. Hol nicht rum, Junge. Dafür gibt es Schmerztabletten vom Zahnarzt. Ja? Holy Acker Infinity, dankeschön für den Restart im 15. Young and Wild, genau. Oh, Maximoto, jetzt verlangst du noch mehr Badewasser, ne? Hab ich recht? Dankeschön für 10 Gifted Subs an der Community und ich hoffe, dass die Leute sich bedanken. Hallo Franzi, du Ärgerin. Schönen guten Abend an alle. Curtis, dein Freund und ich haben mit dem Stream angefangen. Kannst du da irgendwie was empfehlen oder Tipps geben? Mach die Kiste einfach an, spiel das Spiel, was dir am meisten Spaß macht und euch am meisten Spaß macht und sei einfach du selbst. Oder sei einfach mit deinem Kollegen so, als wäre der Stream nicht an. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, aber habt einfach Spaß an der Sache. Und wenn ihr damit anfangt, dann habt nicht im Hinterkopf so, boah, ich will unbedingt Geld damit verdienen oder so. Wenn ihr irgendwie das Talent habt, Leute zu unterhalten oder Menschen euch interessant finden, kommt das alles von ganz alleine. Ganz einfach. Jetzt hole ich aber meine Lesebrille, Fletcher. Jetzt hole ich aber meine Lesebrille. Ach du heiliger Bimbam. Du weißt nicht, was du hast gehört. Es war eine harte Zeit, vielleicht... Aber du hast es doch damals geil gemacht, das war alles super, das gehört alles. Achso, dazu, wenn das nicht passt, soll einfach ausschalten, Schau fertig machen. Einfach so weiter. Und schau dir auch die Vergangenheit an, das waren geile Zeiten. Und es kommen hoffentlich noch viele dazu, immer weiter so, bist der beste Fehler. Dankeschön, Fletcher. Das Ding ist aber, man lernt ja nie aus, ne?
Und jeder kennt das Gefühl, wenn man, was weiß ich, im Bett liegt oder so ein Shit und an eine Vergangenheit denkt und wo einem vielleicht was peinlich war oder wofür man sich so schämt oder wo man daran denkt, okay, das war nicht so cool. Und bei mir ist das halt gestern eingetreten, als ich diese Week 2 Woche dann gesehen habe. Da waren halt einfach Sachen, wo nicht die passende Reaktion drauf gekommen ist, weil der Gegenüber vielleicht das nicht so lustig fand. Und das tut mir im Nachhinein leid. Weil meine Intention war halt nie, jemanden zu beleidigen und so. Ich meine, es hat sich noch keiner beschwert. Mich hat noch nie jemand angeschrieben und gesagt, ey, wir hatten vorhin RP und du hattest gesagt, das war nicht so cool. Da gab es einmal eine Sache, wo ich auf Alternate Live hier das mit den, wo ich Cody Byrne gespielt habe und immer so mich gemutet habe und meine Gedanken quasi erpetet habe und gesagt habe, wo ist mein Schneiper? Wo ist mein Schneiper? Da wurde einmal vom Support gesagt, hat, also nicht die Dame selber hat sich darüber beschwert, aber vom Support wurde dann gesagt so, call me your tits, Bruder. Aber sonst halt nie. Kefka hier? Ich weiß, keine Ahnung, wo Kefka abgeblieben ist. Sehr ab und zu mal, dass der bei Twitter irgendwo was schreibt. Dann hat der andere sich einfach das falsche Spiel ausgesucht, also da brauchst du dich nicht schämen. Oder ich habe mich einfach falsch benommen. Okay. Kefka macht Scam. Okay. Aus Fehlern lernt man und wächst dran. Die Erfahrung hat... Was hast du jetzt gemacht und bist dran gewachsen? Ist doch top. Aber dein Charakter war damals ein anderer wie heute. Damals Hardcore ging. Heute chillig treiben lassen. Ja, das war ja nicht mal Hardcore. Das war einfach eine Mischung aus Troll-RP und Asi-RP mit einer coolen Story. Und vielleicht noch ein bisschen irgendwo normales RP. Don Lazard, Dankeschön für den Wii7-Zeiten. Und Herr Leo Funk, Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Ich habe mein kleines Kind in PUBG, das was random in meinem Team war, einfach getötet und im Nachhinein hatte ich voll das schlechte Gewissen. Ich weiß nur, damals, als ich klein war und bei meinem großen Bruder zocken konnte für ein, zwei Stunden, war das einfach das Geilste und hab ihn einfach alles kaputt gemacht. Dabei kommt man schon zum Nachdenken. Ja. Aber das ist ja auch wieder rum was anderes, oder? Es kann ja auch sein, dass sich nie einer gemeldet hat, weil er dachte, okay, das ist ein Streamer und damit will ich mich nicht anlegen oder so. Also falls hier jemand ist, mit dem ich mal EP't hab und das für den unangenehm war, dann tut's mir leid. Sorry. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin ein super sensibler Typ und kann auch manchmal nicht sagen, ob es ernst oder Spaß war. Nur bei dir weiß man, dass es nicht mit voller Wut und Ähnlichem gemeint ist. Das versuche ich auf jeden Fall immer so rüberzubringen. Oder warte mal, Salty, du bist schon lange mit mir unterwegs. Hattest du jemals das Gefühl, dass ich irgendwie, jetzt du so als Frau, ne? Du kannst natürlich nicht für alle Frauen reden. Aber hattest du für dich persönlich mal das Gefühl, dass ich an irgendeiner Stelle voll übertrieben habe, die dir nur einfällt? Ständig, ja, war klar, Oma. Stich in mein Herz, dass du mir in den Rücken fällst, war klar. Patsche, Patsche. Aber selbst Patsche, Patsche war ja so süß lustig. Ja, aber da haben wir damals oft im Teamspeak drüber geredet. Aber nicht nur du. Dann hatte ich ja doch eine Person, die mir gesagt hat, chill mal deine Eier. Das war nicht gut. Das war GTA Live Anfang L. Dann hatte ich ja doch jemanden, der mir auf die Finger gehauen hat. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Ich hab das nämlich schon wieder vergessen. Du musstest dich als Curtis Kuscher erstmal finden. Ich musste mich allgemein erstmal finden, wie man, was man sagen darf und wie weit man gehen darf und bla bla bla. Ruhe. Aber gestern, wie gesagt, wurde mir das klar. Hab ich dann ja gesehen. Das ist maximal so ein Humor, den man vielleicht unter Kollegen macht, so. Aber nicht in die breite Masse tritt und vor Publikum zeigt. Warum heute so leise? Wer ist hier leise? Ich bin nicht leise. Ich glaube, das ist eher sind eher deine Kopfhörer. Er wird erwachsen, so ist. Nein.
breite Masse hat er uns gerade fett genannt. Außerdem reagiert da auch jeder anders drauf. Ich kann mich von Sachen angegriffen fühlen und andere lachen darüber. Selbstständig. Liebe dich, Kürtis, mein Engel. Ja, ja, Master TV, ja, ja. Hör auf mich zu belügen. Du tust meinem Herz weh. Wie kann man jemand ein bestimmtes, ein giftes Zap schenken? Würde gerne Zizig sein schenken. Ja, wie geht das? Ich hab keine Ahnung, Jay. Ich glaube, wenn du das verschenkst, kannst du den Namen da eingeben, aber du musst darauf achten, dass der Name auch richtig geschrieben ist, ne? Doch, du lügst, Master. Ich glaube dir kein Wort. Voll cute, aber keine Ahnung, ich bin froh, dass ich Twitch aufbekomme. Ja, der Dirk hat das nicht so mit Technik. Der kann nur World of Warcraft starten. Auf den Namen klicken, okay. Das wusste ich aber auch nicht. Wenn ich mal was verschenkt habe, dann habe ich direkt so für den ganzen Channel einfach verschenkt. Blink, danke schön für den Resub im dritten mit Prime. Und Damon, danke für den Prime Resub im zweiten. Und Kingtronix, danke für den Gifted Sub an Frosty. An Frosty Flakes. Was geht, Springnick? Wenn du mir nicht glaubst, bin ich weg. Oha. Ist das ein... Erpresst du mich gerade? Hallo? Muss aber auch sagen, dass Da Vinci Cuts da ganz gut sind, weil er manchmal auch Sprüche rausgekattet hat, die jetzt nicht witzig waren. Ja, Daumen hoch an dich, Da Vinci. Gute Arbeit machst du, mein Junge. Ich bin froh, dass ich mich so gut wie nie wirklich angegriffen fühle, sondern es einfach nicht ernst nehme und darüber lache. Bin ich eigentlich genauso. Und Jay, danke schön für den Gifted Zap an den Juten Dirk. Unverdient. YOLO, danke schön für den Prime im zweiten. Die Message ist ja nur, was ich sagen will, dass es mir leid tut, feinsamer so war. Ich bringe ja trotzdem, ist ja nicht so, dass ich das jetzt massiv ändere. Wahrscheinlich ist das schon von allein passiert. Aber wir haben ja gestern gesehen, ich bringe halt immer noch Sprüche. Aber da weiß ich halt so 100 Millionen Prozent, dass mein Gegenüber sich nicht davon angegriffen fühlt. Sondern weiß, dass das alles Spaß ist. Wie kann man Mod werden, indem man nicht einen anderen RPler copycattet, Mr. Fake Goofy? So wird man Mod. Veloro, Dankeschön für die 5 Gifted Subs. Ich hoffe, die Leute bedanken sich wieder. Und ich küsse dich. Kannst du eigentlich auch diese Psycholache? Welche? Welche Psycholache? Du musst mir schon ein Beispiel geben, von welchem Charakter oder so. Okay, Master TV, okay, sorry. Ohne Selbstreflexion hast du verloren. Ey, das musste ich aber auch lernen. Tagträumer? Ach, der Herr Jason. Herr Jason, sind Sie noch auf der Homestead-Pommes? Kommen Sie auf der Unity. Mann, Mann, Mann. Was geht, Lopurzebaum? Guten Abend. Bei Gott, ich musste das lernen. Der Papa hat mir das damals mal gesagt. Also nicht mein Papa, sondern der Papa. Ihr wisst, wen ich meine. Du musst selbst reflektieren, denken. Ich konnte das nicht. Oder ich konnte das, aber hab's nie gemacht. Nein, Shorty. Das ist, glaube ich... Welcher Giffy bist du, Mann? Ich hab jetzt... Bist du der Giffy, den ich meine? Der du bist? Also für mich, ich finde es trotzdem cool, wenn wir die GTA Live-Dinger schauen. Aber L war 10-mal witziger. Ich habe zwar nichts zu melden, aber mein Selbst dazu. Fandet ihr L echt witziger? Ich fand GTA Live viel, viel offener und auch lustiger. Auf Alternate hat er dann so angefangen mit ein bisschen Serious und so. Grüße! Was geht ab, Mr. Obrises Kusch? Guten Abend. Und Justin. Und Hennefan, danke schön für den Resub im 30. Hukulu zurück. Ich grüße dich. Guten Abend. Geht ja live war witziger, aber L waren die Stories, ja, die Stories nicer. Die Gesamtstory vielleicht halt, ne? Aber geht ja, Mann, warum reden wir immer darüber? Ich lebe so in der Vergangenheit, was das betrifft, ne? Grillzange sagt es, bei OVL war die Story tiefer, geht der Live war witziger.
Was geht, Ghost? Guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich fand da echt spannender, man wollte als Zuschauer alles mitbekommen. Das stimmt. Und da gab es ja auch so viele Streams, wo man alles verfolgen konnte. Man konnte die gesamte Story vom Server so aufsaugen, überall ging ja irgendwas. Ich mag Unity auch. Katze, was machst du da? Das ist mein Bett. Ich für meinen Teil fand geil, aber für mich besser GTA Live war ich ein übler RP-Kacknub. War das dein erstes Projekt, worauf du RP gespielt hast, Salty? Bei dem Blue Tang Clan? Anfang Dirty war auch mega lustig im Norden, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir aufgehört haben, auf Dirty zu spielen. Ich weiß das echt nicht mehr. Wir hatten ja die Firma und alles, ne? Und RP hat da gerade erst mal angefangen. Mit den Macken alles GmbH. Jason war Legende auf L. Flashbang, Ruhe. Hab dich leider seit der L kennengelernt, da auch die Story intensiv war. Aber es gibt die Videos hier auf YouTube von GTA Live, da kannst du dir ja reinziehen, wie das vorher war. Weil du nicht mehr eingeloggt bist. Ja, aber warum nicht mehr? Schau lieber Ernährungsdokus, da sind wir auf der sicheren Seite. Alles, was im VOD ist, kann doch negativ für dich ausfallen, oder nicht? Wenn er mal im Best-of ist, was nicht cool ist, weil jemand Auge macht, kein Plan. Ach, darum geht's mir gar nicht. Wenn ich was zeige aus der Vergangenheit, was ich gespielt habe und ich dafür jetzt bestraft werde, dann ist das halt so. Darum geht's nicht. Warum ist mein OG-Emblem weg? Ist nicht, du hast das noch. Du hast den Gold-OG. Sag es mal, weil die Leute nicht neutral waren und dich kannst du auf einmal alle RP in Kontakt halten. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, du wurdest auf Dirty schon hart gestreamsniped, ne? Vor allem am Anfang. Das weiß ich noch. Aber das war, glaube ich, nicht der Grund. Gibt's die ganzen Videos von GTA Live? Ja, bei Benji, glaube ich. Oder Grove Street heißt der Kanal auf YouTube. Da sind sehr, sehr viele VODs auch von Cooper und so. Ist jetzt eh vorbei, Dirty ist voll gewiped, ich weiß. Es gab ja diese Dirty 2.0 Version. Habe ich mir zwar selber nicht angeschaut, aber ich habe da so ein paar Sachen mitbekommen, als die ganzen Gangs sich da über den Haufen geschossen haben, so mit 50 Leuten auf jeder Seite. Werde gerade in meinen neuen Job eingearbeitet, darf den ganzen Tag nur Soaps lesen, die alten Videos ritten mir aktuell den Tag. Einige hatten keinen Bock mehr und dann hat man halt Daisy gespielt und so, davon gibt's noch Fotos. Dirty, keine Ahnung wieso, aber ja. Ja, ich glaube auch, ich glaube, das kann sein, Jason, ich glaube, die Leute hatten einfach keinen Bock mehr zu zocken. Wir haben ja auch Daisy danach gezockt, ne? Und an das Bild erinnere ich mich auch noch, was wir oben gemacht haben, als wir ganz im Norden waren. Mit Element. Artis, Dankeschön für den Resub im 8. Boah, wie spricht man den Namen aus, Bruder? Und du hast auch den Namen geändert. Ninas, MT, Dankeschön für den Resub im 32. Moin, Servus. Könntest du doch einen Link unten im Stream reinmachen, Best of, dann wünsche ich alle Streams. Ghost Street. Was mit Days? Ja, Schattenbot könnte ich aber. Wofür? Würde am liebsten in die Vergangenheit reisen, wenn es gehen würde. Warum? Gegenwart ist doch auch schön und Zukunft kann auch schön werden. Daisy, wann? Soon, Mann, soon. Aber ich habe gesehen, Cooper und so, die zocken auf so einen Kack-Server mit Trader und so. Darauf habe ich gar keinen Bock. Aber wir müssen ja nicht da spielen. Ich pack mir einfach die Jungs und dann gehen wir auf irgendeinen so Vanilla-Server oder so. Ich will einfach nur rumrennen. Vielleicht geht was, vielleicht nicht. So auf Chill-Basis. Auf entspannt. OG Curtis und OG Opa noch mehr leben. Ja, aber da gibt's doch Videos. Wurde dein Computer schon versendet? Nein. Ich habe noch keine E-Mail bekommen. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Und ich bin sehr ungeduldig. Würde gerne meine Vergangenheit ändern. Wäre gerne früher nach Leipzig gezogen. Ist schön da. Mach ich auch, Da Vinci. Mach ich auch. Daisy kommt, habe ich ja gesagt. Ich habe auch Bock drauf. Ich habe einfach Bock drauf, mit dem Lucky da rumzurennen. Und mal gucken, wer noch Bock hat.
wie du es nicht so wie in Real alles nochmal live sehen. Das war schon eine wilde Zeit. Raus hier, Nate, du Pokémon-Freak. Scheiß Gängepeler. Jetzt wird jeden Tag die Frage im Stream beantwortet. Ich zocke auch momentan der Sieb hier vorher einfach zu chillen. Hab ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe sogar in der Zeit, wo ich nicht gestreamt habe, bei Nitrado immer einen eigenen Server geholt und bin den ganzen Tag mit Shorty da rumgerannt. Haben so kleine Base gebaut, looten und so eine Kacke. Haben uns das Dingssystem angeguckt, das Bausystem. Einfach so voll zum Chillen, war auch mega entspannt. Rust PvE habe ich auch gezockt mit Johnny zusammen. War auch mega entspannt. Das hat richtig Bock gemacht, ne Shorty? Da ging nichts ab. Wir hatten nie eine Situation, wo es gefährlich wurde oder so. Aber das war voll entspannt. Das war voll geil. Oder mal wieder Rust. Kann man auch. Aber mich regt bei Rust auf, dass ich so schlecht da drin bin. Ja, ich weiß, Alex, dass du dabei bist mit deinen 15.000 Stunden in Rust. Maisel, danke schön für den Gifted-Zap an den Flashbang. Sag danke, Jason. Dass man Klamotten- und Rucksackfarbe finden, richtig wichtig, ja. Ich und Shorty sind den ganzen Tag auf einem Privatserver von mir rumgerannt. Und wir haben uns einfach so Outfits zusammengestellt. Und dann hat einfach mal ein schwarzer Rucksack gefehlt. Und dann sind wir einfach stundenlang rumgerannt, bis wir diesen Rucksack gefunden haben. Oder hier für diesen Gürtel, für diese Messerdings, so damit du das Messer an den Gürtel machen kannst. Ey, das hat so lange gedauert, bis wir das gefunden haben, ne? Wieder Tiere jagen und gucken, wie viel er gewogen hat. War bestimmt so langwierig, die Klamotten auf Unity zu finden. Nee, das hat noch länger gedauert. Rust oder Daisy? Hast du das Daisy-Foto bekommen? Ich habe keinen Discord an, wenn ich stream. Zieht mir zu viel CPU. Kann man das Messer nicht mehr in den Military Boot stecken? Doch, aber ich wollte das unbedingt am Gürtel haben. Weil dann war das Outfit abgerundet. Das sah einfach geil aus. So richtiges Griefer-Outfit. Komplett in schwarz. Morgen, der sieht keine Widerworte. Ruhe. Wir müssen auch noch den RP-Strang spielen, ne? Müssen jetzt gucken, was die Yardis machen und sagen. Und dann die Sache mit dieser komischen Mafia da auf dem Playboy-Villengelände. Die jetzt schon auf dem Dach rumchillt, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Oder auch irgendwelche Anzeichen gemacht haben, dass wir da irgendwas gegen machen werden. Und der Cringe mit Mila. Benutzt du dann endlich den alten PC als Streaming-PC? Nö. Brauche ich nicht mehr. Rati, dankeschön für den Resub im dritten. Lass die Villa übernehmen, ich brauche einen Pool. Ich glaube, da darf man sogar. Aber was willst du mit der Villa? Die könntest du höchstens am Opa Willy Wonka verschenken. Ja, cringe beste ist das so. Der grüne Hulk, dankeschön für den Resub im 19. Hallo zurück. Curtis, vertick mir deine Graka. Was verticken, Junge? Ich hab die Founders Edition an Johnny gegeben. Und die Asus, die ich jetzt drin hab, wollte Jamar haben, wenn ich eine neue hol. Aber das dauert noch ein bisschen. Du hast doch eine 2080 Ti, oder nicht? Was geht, HT? Keiner knallt meine Torte ab. 1080, ja, musst du gucken, muss ich mit Jamar auseinandersetzen. Ich klär das nicht. Ich kaufe gerne deinen alten PC, aber ich verkaufe nichts, Bruder. Ich gebe das so in der Gruppe ab an die Leute, die schlechtere Sachen haben. Verstehst du? Wo ist der Jamal? Keine Ahnung. Wahrscheinlich in der Pimmis. Aber der wird dir auch, glaube ich, den Mittelfinger zeigen. Warum sollte der dir das überlassen? Willst du Shadowlands zocken? Weiß ich nicht. Ich habe gesagt, wenn, dann werde ich da doch streamen, so ein, zwei Tage kurz auf Max-Level hauen. Bisschen so Chill-Stream machen, aber ich glaube nicht, dass ich niemals aktiv spielen werde. Schenkst du denen das wie ein Gynamine? Natürlich. Oder ich mache Tauschgeschäfte wie mit Johnny. Hast du schon mal Squad oder Tarkov gespielt? Ich habe mal Tarkov gespielt, eine Stunde, und habe das dann wieder ausgemacht. Ich hatte Angst, da zu spielen. Ich bin schlecht darin. Ja, die Torte braucht auch einen besseren PC. Aber die will jetzt auch aufrüsten. Dann mal gucken, was der fehlt.
Soll dich lieb von Marlo grüßen? Willst du eigentlich Cyberpunk streamen? Ja, na klar, Bruder. Marlo, der Marlo, der Ichapuga Marlo, der Arma 3 Marlo von Bubba, den kennst du. Blunt Mode, ich bedanke mich, Dankeschön für den Prime am 18. Ja, kennen wir uns dann auch? Hast du auch mal die Day-Mod, Day-Z-Mod, meinst du? Hab ich auch mal gespielt, aber nicht lange. Ark habe ich auch gespielt, als das released wurde und ich fand das total beschissen. Aber da hatten die auch noch mega Probleme. Ich finde das Spiel aber an sich auch nicht so gut, so dieses Design. Du baust da so eine... Also das war damals auf jeden Fall so, ne? Ich weiß nicht, wie das heute ist. Du baust da eine Base und mit 500 Meter langen Wänden, so damit du deine Dinos da saven kannst und all so ein Quatsch. Ich arbeite mit dem leider nicht, Bruder. Ich feier dich einfach nur. Ach ja, der, aber dann bist du ja Koch wahrscheinlich, oder? Weil ich weiß, dass Marlo Koch war. Squatch spielt auch der Dirk Dember und so. Aber Jamar und so meinten, Squad ist nichts für mich. Das ist ja halt dieses Militärspiel. Die haben mir gesagt, das soll nichts für mich sein. Wäre mal wieder für einen Anthem-Stream. Tatsächlich wird Anthem re-released, ne? Also komplett überarbeitet und so. Und das will ich auf jeden Fall wieder antesten, weil das Spiel hat mir Bock gemacht. Was geht, Feifei? Hey, Anthem war voll geil, Alter. An dem Spiel war einfach nur scheiße, dass die halt nicht geschissen bekommen haben, den Loot vernünftig zu fixen. Ja, ja, das wird komplett überarbeitet, das Spiel. Bin mal auf Kabel hoch, bis gleich. Finde ich auch, Shorty, ehrlich. Ich hab das echt so gefeiert, Mann. Das war einfach voll geil, da rumzufighten. Hat zwar nichts gebracht, weil nichts gedroppt ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das gespielt haben. Und die müsste, weil ich weiß, hab ich das gestreamt, als wir den Bug da hatten? Oder haben wir das Offstream dann gespielt? Wir hatten auf jeden Fall in dem Spiel so einen Bug, dass du eine Kiste von einem Boss permanent looten konntest. Und wir haben den abused. Und der Bug hat nichts gebracht. Absolut nichts. Bugs immer Offstream, genau. Wir haben den abused und der hat nichts gebracht, weil nichts gedroppt ist. Es ist einfach nichts gedroppt, Junge. Und danach haben wir das Spiel nicht mehr gespielt. Junge, da hast du schon eine Kiste, die du unendlich oft looten kannst und es droppt einfach nichts. Und du hängst da 4-5 Stunden und es droppt nicht ein Teil. Nicht ein Teil, was du gebrauchen kannst. Da war uns allen klar, okay, das muss mal, das braucht einen ganz schnellen Fix. Okay, das müssen wir FF140 zocken. Was ist das? Final Fantasy? Spiel mal Tomb Raider abgehört, da kannst du gut wie eine Pfannkuchen im Toaster. Ja, wisst ihr noch, als ich Tomb Raider gespielt habe? Ich mag Singleplayer-Spiele eigentlich nicht wie Tomb Raider und so. Aber ich glaube, das wird lustig, wenn ich Cyberpunk spiele und da verkacke. Aber ich habe so Bock drauf. Wann wird das released? Nächsten Monat? Ich habe gehört, Shadowlands World First Level 60 Stream. Quatsch. Final Fantasy, ist das ein MMORPG, Franzi? Du schlüpfst mit deinen Socken mit den Boden Füße hoch, sonst fällst du. Nö. Ich musste meine Wasserflasche holen. Ich bin da kurz hingehockt. Mit Russenhucke. 18.11. Ah, ein Monat noch. Etwas über einen Monat. Ja, ist es. Fand sie das Ding ist, wenn man einmal WoW gespielt hat und ein anderes MMORPG ausprobiert, dann findet man alles scheiße außer WoW. Keine Ahnung warum, aber ist so. Wir haben das 5 Stunden gemacht und ich habe ein Legendary bekommen. Ich habe Bock auf CP selbst und CP bei dir, weil das... Achso, Cyberpunk. Ja, aber du kannst ja... Ja, okay, du wirst gespoilert dann, ne? Das ist natürlich scheiße. Für die Leute, die jetzt selber spielen wollen und beim Stream zugucken wollen, das... Aber kann doch sein, dass du nicht gespoilert wirst, weil ich einfach grottenschlecht im Spiel bin. Guild Wars 2 geht auch voll klar. Hab ich auch mal gespielt, war nichts für mich. Ich habe mir da drunter geladen. Ich habe da den Interface gesehen und... Ne, hab sofort wieder ausgemacht. Retalk, was Retalk?
Nächstes Jahr Hogwarts Legacy. Boah, Bruder, ich hab so Bock auf Hogwarts, Ding, ne? Harry Potter, ohne Witz. Scheiß auf RP, Alter. Zuckst das Ganze gerne dann on-stream oder auf off-stream? On-stream, warum sollte ich das nicht teilen mit euch? Könnt euch schön über mich lustig machen. Kann ja auch sein, dass ich voll gut da drin bin, wer weiß. Ja, spoilern ist halt echt so eine Sache. Rein in die dunkle Magie, Junge. Schluck schmecken, Bitch. Genau, zocken alle mal Guild Wars 2 mit dem Curtis. Genix. Kein MMO. RPG. Die Scheiße macht nur süchtig. Und ich habe da echt eine Schwäche für. Buldewey, dankeschön für den Prime im 16. Surio, danke für den Resub im 24. Kürdis, es geht. Und Klims, danke für den Resub im 2. Hast du eine PS5 vorbestellt oder brauchst du eine? Nee. Ich zocke überhaupt gar kein PlayStation. Ich würde mir die maximal aus Gründen holen, die unverständlich wären. Und zwar darauf, Netflix zu gucken und so. Aber das kann ich auch mit dem Fernsehen. Nur als so eine Spielerei, dass ich das Ding besitze, würde ich mir die holen. Aber mache ich nicht. Weil wäre Geldverschwendung. Die Sucht ist aber geil. Nein, die Sucht ist nicht geil. CP Cyberpunk. Real Talk, du verpasst so viele Spiele auf der PS. Welche denn? God of War. Demon's Souls. Aber ich hasse das. Ich hasse mit Controller zu zocken. Ich kann das nicht und ich hasse es wie die Pest. Ich brauche Tastatur und Maus. Ich will mich in Spielen umgucken und so. Ich will das mit der Maus so. Ich will die nach rechts und links bewegen. Ich will mich selber umgucken. Ich hasse es. Ich war nie ein PlayStation-Spieler oder Xbox oder so. Nie. Ganz früher PlayStation 1, Metal Gear Solid. Da habe ich auch immer den Controller fallen gelassen, wenn die mich entdeckt haben, Alter, weil ich Angst hatte. Ich war noch klein. Dieses Geräusch, Alter, das werde ich nie vergessen. Wenn die dich entdeckt haben in dem Kackspiel, Alter. Ich hatte immer Schiss davor. Und diese hektische Musik, Mann. Dann hat mein älterer Bruder da durchgespielt und dann hatte man Stealth Mode. Dann habe ich das gezockt, das hat Spaß gemacht. Streets Ruppert TV1. Dankeschön für den Zappen, herzlich willkommen, Brudi. Danke. Konsolen sind was für Leute, die nicht mit dem PC umgehen können. Die Oma ist nur am Triggern, Alter. Ruhe. Ja, Mann. Hä, so laut war das gar nicht. Ich sehe die Regler, wie die ausschlagen. Das war überhaupt gar nicht laut. Oh. Warum schreist du aus, Solti? Boah, da fange ich an zu schwitzen, wenn ich den... Alter. Das ist Metal Gear 1. Wer kann mir sagen, was das ist? Wer weiß das? Ja, so siehst du aus, Fortnite, Junge. Mario. Donkey Kong Country, genau. Zu kindisch. Was laberst du denn? Aber ich suche einen speziellen Ding. Ne, das war das auch nicht.
Voll geil. Death Knight, was? Donkey Kong Country, richtig. Das ist James Bond, habe ich auch gespielt. James Bond, Golden Ingwert, PlayStation 1. Oder Tomb Raider hier mit Lara Croft. Da bin ich immer in dem Haus rumgerannt und wollte ich den Butler erschießen. Und habe den eingesperrt in der Küche, hat nie funktioniert. Der Penner, der war unbesiegbar. Golden Eye, ja, genau. Ja, der mit seinem Tablett immer, Junge, den konntest du nicht abknallen. Ja, und dann kam irgendwann GTA Vice City und so, ne, und dann war Ende. Mit welchem GTA-Teil habt ihr angefangen? Ich habe schon GTA gespielt, wo die Sicht noch von oben war. Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Da habe ich das aber schon gezockt. Und habe nur Scheiße gebaut. Und dann GTA 3. Das war ja schon dann in 3D. Und GTA Vice City, da bin ich immer in den Club gerannt und habe den Club auseinandergenommen. Oder habe die Gangs geärgert. Ich war sogar so verrückt, dass ich glaube San Andreas oder so, manchmal wirklich so auch schon RP gespielt habe, ne? Also an rote Ampeln gehalten habe und so, als ich klein war. Ehrlich, das ist kein Witz. Oder einfach normal gelaufen bin und mir die Stadt angeguckt und so. Habe ich wirklich gemacht. Ich bin mir gestern das Mal Las Venturas Spielo. Das hat, glaube ich, jeder gemacht, ja. Das haben wir bei dem Taxi-Gang gemacht. Ich glaube, Driver hieß das. Wie hieß nochmal dieses Autospiel, was so... Das sah aus wie GTA. Aber du musstest immer vor der Polizei abhauen. Und in diesem Spiel konntest du keine Passanten umfahren. Egal was du versucht hast, die Passanten sind immer zur Seite gesprungen. Driver, ne? Boah, Junge, das hab ich auch gezockt. Bruder, hat mich das aufgeregt, dass ich die nicht umfahren konnte. Ich hab das immer und immer wieder versucht. Ne, nicht Need for Speed, Driver hieß das. Ich auch immer vernünftig gefahren, das hab ich echt oft gemacht. Test Drive Unlimited, ne, sagt mir jetzt gar nichts. Aber Need for Speed habe ich auch gezockt, Mann. Mann, das war ja schon ein Wechsel, dass du in GTA San Andreas auf einmal schwimmen konntest. Das konnte man ja vorher gar nicht in Vice City, da bist du ja gestorben. Ich habe sogar Vice City, habe ich sogar angefangen zu modden, also die Cars zu wechseln und so. Und dieses Autohaus, was man in der Story freigespielt hat, das war bei mir so eine Need for Speed Garage. Hello Kitty, Inselspaß. Ja. Smackdown for Thrower, der erste Teil, kaputt gespielt. Und Tekken, ne? Tekken war auch immer gut. Und wenn wir gegen die Nappas-Kinder gespielt haben bei uns zu Hause und die haben immer nur einen Knopf gedrückt und gewonnen, bin ich ausgerastet. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Echt nicht, Fefe? Weißt du, die beste Mission, den Rover mit Bomben legen und das mit der Heli-Drohne. Boah, Junge, Alter. Aber die habe ich geschafft, das weiß ich. Ich habe das Spiel komplett durchgespielt. Aber das mit diesem Helikopter, mit der Drohne, das war so schwer, ne? Vice City war ein Spiel von wenigen, das ich durchgespielt habe. Ich habe alle GTA-Teile durchgespielt. Ich weiß sogar noch bei GTA 5, wie verbuggt das am Anfang war. Und mit wie wenig FPS ich das gespielt habe, weil der Computer halt einfach blöd war. In San Andreas die Zugmission. Ja, das ist ja eine Meme, Alter. GTA 5 war auch geil. Kennst du Getting Up bei Mark Echoes? Ne. Kind noch, boah, Solti, du hast das aber auch mit deinem Lüll, ne? Hattest du einen GTA San Andreas auch in DIN A4 Zelt mit Cheats neben dir liegen, ne? Ich glaube, aber ich kannte den Cheat auswendig für den Jetpack. Sonst habe ich nie irgendwie was benutzt. Wie lange ich überlegt habe, ob ich Michael töten soll. Ja, GTA 6 Stories hat auch fett. Wollte ich auch mal wieder irgendwann mal spielen.
Tag, Davis. Hab ich bis heute nicht gemacht. Okay, lösch das, lol. Boah, wie heißt der Soundtrack von Super Mario auf der N64 in dieser komischen Wasserhöhle? Boah, Ayran, du bist so lustig, ne? Stimmt, das rechte Underwater-Team. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Einfach Augen zu und zuhören. Oh mein Gott, Alter. Clip das für später. Ich hab die N64er hier, Bruder. Ich würde die zocken, ey, bei Gott. Und ich habe, glaube ich, in dem Spiel nie den letzten Stern gefunden. Ich hatte keine Ahnung, wo der ist. Ich habe sogar mit einem Nappas-Kind mal geredet, der was älter war. Und die hatten da durchgespielt. Der konnte mir auch nicht sagen, welcher mir gefehlt hat. Zelda ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Hatte ich nie auf dem Schirm. Immer noch Kind sein. Papa Platte zeugt das doch ab und an. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe aber vor kurzem mal N64 Mario geguckt, wie die da Speedruns machen. Junge, die springen da gegen die Wände und so eine Kacke, Alter. Ich habe auch immer versucht, in den Browser an der Treppe hochzurennen und bin die ganze Zeit gegen eine unsichtbare Wand gerannt und habe das nicht gecheckt. Numa Sepp, dankeschön für den Primestar Buddy und herzlich willkommen. Alina, danke für den Restart am 17. und Doomfox, danke für den Restart am 18. Monkey Island kenne ich auch nicht. Mach doch mal stabilen Retro-Game-Stream. Warum ist das traurig, dass solche Sachen gespeedrunnt werden? Aber das ist einfach Kindheit gewesen, ne? The Late, Dankeschön für den Mister mit 20. Hast du mal Games Don't Creek geschaut? Ja, hat Lucky mir mal gezeigt, der kriegt das immer. Grüße der Finn. Das ist ja einfach nur brutal, wie die Leute da abgehen. Junge, ich tanze einfach was mit mir. Du heißt Ayran, was soll mit dir sein? Lass mal anstatt Best of alte Games anschauen. Ey! Bruder! Das war das Level mit dem Bombenboss am Ende, wo man hochlaufen musste, den Berg. Weiß ich heute noch. Ja, das ist eins der ersten Level. Wo dieser Hund da rausgekommen ist, Alter, diese Kanonenkugel angeleint. Ruhe.
Ja, das Dildo gibt. Au, oh mein Gott, das hat wehgetan jetzt im Ohr. Sorry. Eieiei. Das geht 5 Stunden, aber wir skippen einfach ein bisschen durch. Halt die Klappe. Was ist das für ein Mikrofon? Schon heftig am Piepsen, ne? Soll ich ein anderes Video raussuchen? Wartet. Wir gucken mal so. Ich will einen Speedrun sehen. Ja, das geht. Was? 5 Minuten, Junge. Huckelu. Der spielt durch in 5 Minuten. Die Grafik ist anders wild. Peach, du geile Sohn. Vor allem, wie kommt man auf sowas? Wie findet man solche Exploits? Ja, heißt dann nicht Peach, sondern Peach, Junge. Kneipe. Jetzt geht's ab. Ach so. Ach so, ja, okay. Ach so, okay, ja, okay. Was zum... Was? Was? Zum Teufel geht da ab, Junge. Okay, jetzt verstehe ich, was Davis meinte. Was zum Teufel? Endboss, by the way. Ja, Half-Life Speedruns sind auch anders, Alter. Das konnte mein Gehirn gerade gar nicht verarbeiten, was da passiert ist. Ich weiß, dass das ein Glitch ist. Wie der über die Map fegt einfach, ne? Ach, da kannst du laufen? Das wusste ich gar nicht. Und ich sammle Sterne.
Tego. Ja, Chotti, das kennst du noch, 4 FPS. Bei deiner Kiste, mit der du zockst. Hatz! Ja, Tekken und so, ne, Chaves? Ist das kein, ist das einfach so ein Skript, was da läuft gerade, oder was? Ist das kein echter Spieler, der das macht? Oder was meinst du gerade im Chat, wie auch immer das geschrieben hat? Naja, das... Was gibt es noch für, was kann man sich denn angucken davon? Da kenne ich mich leider nicht so aus. Ja, die Mucke ist geil, aber... Das ist ja... Das, mein Gehirn kann das nicht verarbeiten, was da passiert. Danke, das kostet mich Geld, du musst dich alles wieder kaufen. Portal 2 Speedrun ist krass, okay. Oh. Aber ich habe das Spiel nie gespielt, also werde ich das auch nicht verstehen. Aber wir können trotzdem mal gucken. Das geht eine Stunde, Alter. Ja, nix. Was ist mit dir, Katze? Geh da raus! My fingers are sort of warm. Da spielt wenigstens einer selber. Ja, danke schön, Internet. Hallo? Mr. YouTube? What are you doing? Hallo? Na, nix mehr. YouTube geht nicht. Sag da doch damals so was. Du willst immer nur Geld haben. Du brauchst gar nicht auf den Schreibtisch kommen. Geht doch. Hopefully I can get a speedrun out of chapter 1 sometime soon. Good for morale and viewers. But the morale is more important because I don't want to have like a 4-hour stream where I don't get a 59. Hab ich auch nie gespielt. Das ist doch dann mit dem, ja okay, wie der Name schon sagt, mit dem Portal. Da musst du doch so Wege finden, wie du am besten nach oben kommst und bla bla bla. Das wird verpasst, ich hab vieles verpasst, glaube ich. Alright, adios, Colin. Zum. You have just passed through an aperture science material emancipation drill, which vaporizes most aperture science equipment that touches it. Ja, diese Zero-Hit-Runs habe ich mir auch mal angeguckt. Das ist ja, es gibt ja sogar welche, die zocken dann mit Dings, ne? Mit diesen komischen Tanzflächen auf dem Boden so. Tanzpads oder wie auch immer die heißen. Schon ein bisschen lauter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gleich richtig abgehen wird. Habe ich recht? Oder bleibt das so bei dem Speed? What is considered good summer wear that isn't athletic branded? Khaki shorts and any t-shirt? An Aperture Science Reintegration Associate will revive you. I mean, I'm a teenager, so that's the vibe I kind of live on, but... Wird noch sehr, sehr viel schneller. If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is in... Hey, you made it! Can I do the thing? That's some... Ich komme jetzt schon nicht mehr mit.
Some emergency. I'm gonna redo that. What? Or should have asked that first. Some emergency. Gonna redo it again. I thought. Ask that first. Because I did get it. Respected your rights as detailed in the laws of robotics. Please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science entitlement associate. Was it worth it? Initiate the appropriate grievance filing paperwork. Barely. Awesome. Okay. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. You have trapped yourself. Whoa, that was fast. The exit door is now open. It's similar to a frame rule, but like technically it's actually not really close. Well, it's close, but it's not. Also ich weiß, was der macht, ne? Der will halt schnell durch die Dinger durch, so. Aber allein, dass er die Maus immer so nach rechts dreht. Zum Teufel wurde den Cube jetzt hergeholt. Was geht ab, Tricks? Will I ever sell merch? Just like a red shirt? Well, the thing is, I would probably have to figure out how to get the shirt as close to true can't even red as possible. Because otherwise it would just be a red shirt. You know, with like something simple on it. But I have thought about it. Ja, ich weiß, was Bihob ist. Aber der dreht die Kamera manchmal so komisch. Nicht das jetzt. Das ist ja klar zum Bihoppen. And remember, testing is the future. And the future starts with you. Good work getting this far. Although if I did have merch, it would definitely be the kind where it would be like acceptable to wear it into public. In such a way that the future should not start with you. Please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Ja, ja, der liest dann anscheinend nur den Chat nebenbei. Yeah, it'd be subtle. It's like the kind of merch that you would just buy because, oh, it looks nice. Wiederholt er gerade die ganze Zeit das eine Level 9, ne? That I was like actually genuinely thinking of getting. Hey! Oi, oi! I'm up here! Hello? Okay. Was ist denn Roboter los, Junge? Es klatscht. Shirt with a red circle. Yes, I could. But also, like, typically shirts like that would have a white background, but then it would just be like a Japanese flag shirt. Der hat ein ganzes Level geskippt, indem er ein Portal auf einen Pixel geschossen hat. I don't know. Was? That's a great job. Ah, I just looked down. I do not recommend it. Ah, I just done it again. This is the main breaker room. Look for a switch that says escape pod. All right, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just, well, obviously you've got to look at anything else. What an idiot. Look how he is hacking. Yeah, some people have that opinion. Look at something else. Look at the next thing. All right, but don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things. And you know, I'm not normally one to disrespect opinions, but that opinion in particular is wrong. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. Let there be light. That's, God. He's quoting God. How am I so calm? It's just my personality. It's who I am. Also, I have been speedrunning a while. I am, and I say this as humbly as possible. I am no stranger to getting world records. So. Bitte, warum geht das an Andreas Speedrun? Especially in Portal 2 for some reason. In Portal 1 there's still some nerves that are associated with being on world record pace going into the ending. But in Portal 2 it's very... The slower pace of the game helps a lot. Gibt es auch Tetris Speedrun? Ihr kleinen Lügner? They obviously just don't know because taking the time to learn about speedrunning is kind of a weird thing to do. Yeah, okay. I guess the assumption that glitches take no skill, Ich spür mal ein bisschen vor, ich will mal sehen, wo das richtig abgeht. 30, hast du gesagt, ne? Kollege Tour und Schuh? Wie du lügst. Stalemate resolved.
if this really hurts? Oh, I didn't think of that. Oh, it will. Können wir gleich machen. Ne, ich weiß aber nicht, was Chloido ist. Hat der da jetzt wieder ein Portal gesetzt, so hinter dem Pixel? Oh. Kapital, Bruder. Slid away, ne, das war der Memo. Halbe Deutschrap. Daher haben die das also. Okay, bis 40, du hast gelogen, Junge. Ach komm, YouTube, Mann. Was? Ja, der weiß halt genau, wo der die Portale... Okay, ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hopefully that's good. Not bad. What? Everything can't go perfectly. Ich glaube, ich bin zu alt für sowas. You need some time save for the next run. Oh. Okay, der benutzt, ja, beim Fallen benutzt er den Speed, um noch schneller rüber zu kommen. Aber ich check das trotzdem nicht. Ich check das wirklich nicht, Alter. Da ist ja eine Kartoffel auf der Waffe. Geil. Alright, let's hit it. Okay. Ja, wie soll die Waffe sonst an Energie kommen, wenn nicht über die Kartoffel, ne? Ja, ist ja ganz klar. Look at that. Was geht ab, Fanky? A textbook, three gels. Immer ein Deutschen dabei. Rassistisch. Okay, you can call your pace pals now, should you want to. 4444, chapter 7. For God's sake, your boxes with legs! It's literally your only purpose. Walking onto bugs. How can you not do the one warmer? Warmer. Oh, this is the part where I don't get softlock here. Colder, ice cold. You're arctic now. You're very cold. Very, very, very cold. Look, just get on the button. Ich bin selber Deutscher, aber doch nur Spaß, Buddy. Ist alles gut. Ich verstehe halt, Gabe. Ich sag mal was anderes. Was kann man. Was gibt es noch? Boah, Hitman ist, glaube ich, geil. Welcher Teil? Hitman von Stealth Gamer. Nanko, keine Ahnung, Bruder, ich hab Postini gezockt. Hier gibt's aber Hitman 2 Psycho-Stealth-Kills. Wollt ihr das gucken? Oder sollen wir das gucken? Wir gucken einfach das. Oder? WoW Klassiker Co. Speedrun. Ach, Quatsch. Voll langweilig. Ja, ist das, was ihr meintet? Machen wir einfach.
Das wird schon nicht sein. Welcome to Mumbai, 47. 16 Minuten, danach gehen wir eine Pommes. Cities in the world, home to more than 12 million people. If you wanted to disappear and hide from the world, gucken Speedrun, Johnny. Oh, mein Handy ist gleich leer. The maze-like sprawling slums offer secret paths and surprises around every corner. The elusive Maelstrom knows the city like the back of his own hand. Locating him will be a considerable challenge. A place to start could be the slums where his former gang, the Crows, has recently risen from the ashes. Darwood Rangan will be easy to find in his half-finished tower, wrapping up his new film called Mumbai Hero. While Vanya Shah has ensconced herself in the overgrown remains of an old train yard. Your three targets call this labyrinthine part of the city home, so choose your approach. Hallo, ich will kein Dings gucken. Wisst ihr, ich hab dir 10 Euro gegeben, jetzt ist die ruhig. This is one of the Mumbai Chawls. My records show a few residential complaints about a new tenant in the building. Something related to strange behavior. Might be worth looking into. Well, well. It appears we have a rival assassin in Mumbai, and he's training his sights on Darwood Rangan. By the looks of it, I'd say we're dealing with a local operator, known as the Kashmirian. Moonlight zockt auch immer Hitman, ne? Oder hat nur Zeit lang Hitman gezockt? Karen Dar, aka the Kashmirian, was born in the US, but fled to his mother's native land India. Junge, heb sofort den Koffer auf. Sag mal, ich glaube betagt. A string of serial killings in Texas. He adopted a new identity here and now works as a gun for hire. Gucken Stealth Kids. But who would want Rangan dead? Ach, der bereitet gerade alles vor, um wahrscheinlich alles auszuschalten. Also alle seine Targets. Richtig, richtig. 47. Our intel suggests the Maelstrom is hiding somewhere in the city slums. Ah, was geht ab, der? I've marked the headquarters of the Crows on your map. Das Ding ist, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich weiß jetzt nicht, was gleich passiert, aber ich glaube, das wird. Schussankündigung, Bruder. Gut, gutes RP, gutes RP. Man muss auch mal verlieren können. Junge, bist du irre oder was? Voll RDM. Der hat keine Schussankündigung gemacht. Hoffentlich muss der in eine Suppenküche. Ich glaube, der hat Bauchschmerzen, der muss kacken. What? What? I think you've been in an accident. I should get some help. Schmeißt du den Koffer vom Koffer? Interesting look, 47. Well, Darwood Rangan is at the tower expecting. Junge, voll der Engel, Alter. Richtig geiles Cosplay. Ab auf die Games kommt mit dir, Kollege. Forty-seven. That man you just eliminated. That was the Maelstrom. Well done. No rest for the wicked, however. On to the next one. Na, hör mal. Hä?
Der gute alte Koffer, Junge. Und da ist er wieder weg. Ey! Ruhe! Böse Katze! Hold that position. We'll be done in no time. Zehn Euro am Tag bekommt die sonst nix. Texte können wir morgen gerne mal machen. Hukulu. Der hat den Koffer jetzt aufgehoben. Ist das immer nur der gleiche? Ja, nimm die Luffy-Wurst. Schade. Das hat er natürlich nicht gehört. Boah, hätte ich das Gefühl, hätte er die Wurst genommen und den damit kaputt gehauen. Oh, Katze. Wenn du das Geld verzockt hast, dann musst du an deine Spardose. Das war der Memo auf dem Bild links, Alter. Und der hatte da mal mit seinem Koffer, ne? Oh, Katze ist weggefahren mit dem Motorrad. Ist einfach so mega stumpf, ne? Als wäre nichts passiert. Richtig gut. Delving straight into the heart of darkness, 47. Good luck. Hat doch keiner gesehen, woher der Koffer geflogen ist. Woher der gekommen ist. Scheiße, der Kohl hat doch so vom Kopf, Alter. Ziegelstein.
You hear me? Dieser Pisskoffer, Mann. Klopapier. Ach, Spiel sieht gut aus, ne? Muss man echt sagen. That shot came from the trolls. Looks like the Kashmirian finally got a clear line of fire. Darwood Rangan is dead. Hat er auch, Lucky, hat er 100 vor. Das, was ich vorhin in Discord gepostet habe. Das hat er irgendwo gemalt. Ah, Text, das ist aber rassistisch. Schäm dich. Ab im Schrank der Schande. Kleiner Spanner, du. You gotta be kidding. Hello? You there? We got someone on the ground. Not moving and not breathing. Ja, guck dir mal die Wand an, da versteckt sich bestimmt einer. Der Koffer. Tach, Jerome. Hallo, Basti. Das Lustige an dem Video ist halt, dass der Typ, der das spielt, nicht redet so. Ist einfach so stumpf. Well, that caused a pillar of purple smoke to rise above the slums. Let's see what happens next, 47. Doch, wir gehen gleich RP machen. I think she's heading for the beach area in the slums. Mir geht es gut, ich hoffe dir auch. Coco! Nee, ich spiele nicht. Das ist ein Video. Aber cool, dass das so rüberkommt, als würde ich spielen. Ja, ich spiele gerade selber Hitman. Boah, was mache ich jetzt als nächstes? Ah, fuck. Ich glaube, ich gehe da hoch. Was mache ich jetzt mit dem? Oh, warte, da kommt einer. Zuerst noch meine Quietsche-Ente dahin. Dann gehe ich wieder runter. Warum selber spielen? Einfach Videos gucken. Die 6 Stunden gehen und einfach kommentieren. Also, Synchro. Voll gut. Was der zu verkrugelt so alter ist? Ich hab im Anzug geschüsselt. Hallo? Ich nehme jetzt meinen Koffer und dann überlege ich, was da drin ist.
hab den Knall gezündet. Excellent work, 47. Mission completed. Time to find an exit. Kuckulu. Das ist mein Eisenstange jetzt. Ich geh jetzt nach Hause. Ich hab Bauchschmerzen. Bam! Schmeiß den Koffer jetzt dahin. Ich hab keine Lust mehr, den zu tragen. Das ist meine Eisenstange. Das tue ich jetzt rein. Und zieh das rein. Dann pass auf, da kommt ein Zug. Jee, ging, ging. Ups. Das war Staff-Kill-Dings in Hitman. Mr. Trucks, danke schön für den Resub im 10. mit Prime. Jenny, danke für den Resub im Prime 2. Juni, danke schön für den Prime Sub im 15. X-Benmi, danke für den Prime im 14. Nein, im 4. sorry. Aber ist doch egal. Und Relic, danke schön für den Resub im 2. Hukulu, wie geht es euch? Ich glaube, uns geht's gut und ich hoffe, dir geht's auch gut. Guten Tag. Wir gehen jetzt in die Pimmes. Schon wieder 9 Uhr, Alter. Aber wenn man so redet und chillt und sich Sachen anguckt, geht die Zeit echt schnell vorbei. Muss man ja sagen. Lucky, gehst du heute nicht im EP? Ja, Katze, du chillst auf meinem Teppich, ne? Dir geht's gut. Hör auf, deine Füße abzulecken. Das bah! Du Käsefuß. Heute nicht. Ich glaube auch nicht, dass viel abgeht heute. Aber wer weiß. Wir wollten ja eh mal Just Chatting mit Reaction-Kram machen an dem Wochenende. Ist halt entspannt. Es gibt halt so viel zu entdecken, ne? Was man sich, zum Beispiel diese Hitman-Sachen kannte ich vorher gar nicht. Mila hatte letztes Mal auch im Teamspeak so ein Red Dead Redemption Video gepostet, wo einer so übertrieben moddet. Da liefen dann so voll große Pferde rum und so, das war auch mega lustig. Gibt so viel Zeug, was man nicht kennt. Was geht, Simba? Ist Ruhetag beim Kuschbestattungsunternehmen? Ich weiß, ich verstehe das auch nicht, Lucky. Wie kommst du auf die Idee, den Leichenwagen zu kaufen, MP? Was geht, pralle Praline? Kuckulu. Katze. Katze. Miau, miau. Neuer Job. Aber will ich gut finden? Warum denn nicht? Es gibt ja so einen Priester auf dem Server, aber ich habe den bisher noch nicht einmal erreicht. Der hat mich mal zurückgerufen, aber ich glaube, wir verpassen uns immer. Was geht, Butcher? Guten Abend. Hey, das Spiel stürzt immer ab, Mann. Boah. Dankeschön, pralle Praline. Dankeschön für die netten Worte.
Bestatter, bester SMP-Job, der mit dem schnellsten Kälber, dann bekommt den Auftrag. War ja bei den Taxifahrern auch so. Aber habe ich gefühlt, das Spiel stellst du mal ab, ne? Aber ich glaube, das ist normal. Wird passiert heftiger. Kam Johnny gestern Abend wieder oder war der RIP? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Hä, Johnny war doch die ganze Zeit da. Dankeschön, Alex, für den Resub im zweiten. Hallo, Kuss an alle. Ja, Lucky, es ist so, heute wäre wieder so ein Tag gewesen, wo du Zeit gehabt hättest, ne? Aber ich dann wieder nicht. War ja nicht derjenige, der beim Meeting DC oder sowas hatte, ne? Der wurde in Support gerufen. Deshalb war der nicht da. Ex Schluss gemacht, nachdem sie fremdgegangen ist und gerade mit ihrem Neuen gesehen, der Stream. Tut gut jetzt. Bruder. Come on. Ich lösche mal eben die Config von Rage. Bist jetzt traurig? Es läuft ja nicht weg eben. Ex-Schluss gemacht. Next Game, danke für den Resub 7. Lieber mein Duplo, Mann. Und Liebe geht zurück an das nächste Spiel, wenn du verstehst. Du findest schon eine neue Freundin. Ich glaube, du bist noch jung. Deswegen lieber Single bleiben. Ja, oder schreib die Salty an. Die ist auch mal für einen guten Flirt bereit. Und viel Spaß. Ey, warum geht dieses Spiel immer aus, Junge? Ist das denn... Single bleiben, Stress vermeiden. Ach, dann behalt die Klappe. Du hast 5 Freundinnen gleichzeitig. Warum? Beziehungen können doch schön sein, wenn du in die richtige Person verliebt bist und mit der richtigen Person zusammen bist. Wenn die dir fremd geht, würde ich dir keine Tränen nachholen. Sei lieber froh, dass du draus gefunden hast. Verstehst du, was ich meine? Das geht an alle. Seid froh, wenn ihr sowas rausfindet. Dann müsst ihr eure Zeit nicht mehr mit den Menschen verbringen, Alter. Und wasten. Und das Spiel ist schon wieder ausgegangen. Ich rast gleich aus, ne? Was geht, Scorpion? Ja, ich hab das öfter, dass das Spiel ausgeht. Aber nicht so oft hintereinander wie heute. Was soll denn das? Hör mal. Kann sein, dass ich geblacklistet bin bei Rage MP. Facts, ja, ist doch so. Stell dir mal vor, deine Freundin geht dir fremd oder dein Freund gibt dir fremd und du kennst das nicht raus. Und du verbringst immer noch Zeit mit der jahrelang, Monate. Ist ja egal. Und irgendwann knallt das und das kommt wirklich raus. Das tut dann richtig, richtig weh. Wenn du über eine ganz lange Zeitraum belogen wurdest, verarscht wurdest. Jetzt geht. Hoffe ich. Bitte. Willkommen im Club und das nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren ist dein... Oh mein Gott, Alter. Ist egal. Spielt Denver eigentlich noch auf Unity? Ja, ja, ja. Pat, danke schon für Luisa am 15. Aber Denver ist nicht so oft da. Der zockt nicht mehr so viel. Der muss sich um seine 20 Freundinnen kümmern. Könntest du, habe ich das noch nie gesehen. Danke. Das ist aber immer so. Wenn meine Frau die andere kennt, ist es dann fremdgehen? Wenn meine Frau die andere kennt, ist es dann fremdgehen? Das verstehe ich nicht. Deine Freundin kann ja die Frau kennen, mit der du fremdgehst, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das kein Fremdgehen ist. Außer die sagt, okay, du kannst das machen so, weil ihr eine offene Beziehung führt. Erstmal eine Kippe, Junge. Ich reg mich doch nicht auf. Oh.